Mal shoppen und hatte Lust, einen Haul für euch abzudrehen. Ich mache das wirklich nur, wenn sich etwas angesammelt hat, weil sonst lohnt es sich bei mir meistens gar nicht, weil ich immer einfach so einzelne Teile kaufe und ja. Aber jetzt habe ich gedacht, ja, heute habe ich mal wieder mal so etwas richtig Gutes zusammen, eine gute Mischung und darum gibt es jetzt diesen Haul. Also erstens zeige ich euch hier diese Abschminktücher von Terra Naturi, das ist eine Naturkosmetikmarke. Ich habe sie in Müller gefunden, in Waldshut. Ist ziemlich kostengünstig und ja, zu den Tüchern kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil ich noch nicht so viel geschminkt war in den letzten Tagen. Von dem her, ja, habe ich die noch nicht so viel gebraucht, aber ich hoffe, dass sie ihren Zweck erfüllen werden. Ich habe mir Naturkosmetik gesucht in einem günstigen Segment, weil ich halt nicht so viel Geld habe, aber ich merke, dass es meine Haut auch besser tut, wenn ich hier Naturkosmetik zufüge, sag ich jetzt mal. Und da habe ich mir auch das Waschgel von der gleichen Marke mit Mango und Aloe Vera. Also die Tücher sind auch mit Mango und Aloe Vera. Und ja. Ist sehr angenehm, kann ich noch nicht viel mehr dazu sagen. Dann habe ich mir eine Tages- und eine Nachtcreme, jetzt muss ich schnell schauen. Genau, diese ist die Tagescreme, die ist auch mit den gleichen Inhaltsstoffen. Und das ist die Nachtcreme, die ist mit grünem Tee und Vanille, genau. Und also ich muss sagen, dass diese hier sehr, sehr nährhaft ist, die Nachtcreme. Also da ist die Haut nachher so richtig klebrig und aber ich habe das Gefühl, dass sie meiner Haut sehr gut tut und darum benutze ich sie. Und diese ist leicht getönt und ich finde sie aber ganz gut. Dann habe ich mir mein Shampoo nachgekauft in der großen Flasche, weil ich diese dann mit in die Klinik nehme. Das ist das Head & Shoulders Apple Green. Ja, ich finde den Geruch einfach. Ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr, sehr frisch und ich liebe es. Es tut meinen Haaren gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Echt nicht. Ich sage das zu jedem Produkt, ich merke es. Aber dieses Produkt, das ist so genial. Also das pflegt meine Haare wirklich toll und ich brauche eigentlich schon seit über einem Jahr nichts anderes mehr für meine Haare. Dann, wenn ihr auf YouTube so Beauty-Videos schaut, dann kennt ihr dieses Produkt auf jeden Fall. Das ist der Got2b Schutzengel Hitzeschutz bis 220 Grad. Ja, genau. Und ich habe mir den gekauft, weil ich mir endlich ein Glätteisen besorgt habe. Und darum habe ich mir jetzt auch mal einen Hitzeschutz gekauft, weil ich meine Haare ja nicht unbedingt zu Schrott machen will. Ja, dann habe ich mir etwas ganz Tolles gekauft. Geht eigentlich auch noch um die Beauty. Wenn ihr seht es wahrscheinlich hier schon, ich habe eine kleine Veränderung gemacht. Und zwar, hier traue ich mich noch nicht wirklich, meine Haare zu bleichen und dann zum Beispiel Directions zu benutzen. Und weil ich da noch so ein bisschen ein Weichei bin und doch irgendwie etwas anderes wollte, habe ich mir im Internet Haarkreide besorgt, die ich gebraucht habe. Ist mir schon gebrochen. Man darf nicht allzu fest drücken. Ich habe es jetzt halt schon gemacht, aber ja, sonst finde ich es toll. Sind 24 Stück, fühlen sich an wie Pastellkreide. Danach kann man sie mit dem Glätteisen wie im Haar versiegeln und dann bleiben sie auch, also fällen sie auch wirklich nicht mehr ab. Und auch bei der nächsten Haarwäsche habt ihr das eben wieder raus. So, jetzt muss ich schnell verschwinden, weil mein Glätteisen am Boden liegt. Ja, ich habe mir ein ziemlich kostengünstiges Glätteisen gekauft. Das ist jetzt von Miostar, genau. Miostar, das ist eine Schweizer Marke, also eine Hausmarke von einem Elektromarkt bei uns in der Schweiz. Hat mich 39 Franken gekostet. Die anderen Preise blende ich natürlich alle noch ein.
Ja, ist beschichtet natürlich, hat einen Wärmeregler und einen On-Off-Schalter und hat schon Gebrauchsspuren von meiner Kreide. Aber sonst kann ich noch nicht viel mehr dazu sagen. Ich bin ganz zufrieden. Mal schauen, wann ich mir die Haare wirklich mal glätte. Heute habe ich sie dann doch wieder gelockt. Aber das geht auch mit diesem Glätteeisen sehr, sehr gut. Au, und ich habe mir jetzt gerade den Finger eingeklemmt. Ja, so, nein, das bin ich sehr froh. Ich habe lange überlegt, ob ich mir eins kaufen soll. Und ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Dann kann ich meine Haare auch mal etwas anders tragen. Dann habe ich noch etwas, was so in den Bereich Lifestyle geht. Also, ja, naja, ich gehe ja in die Klinik und da sind die Kerzen meistens nicht erlaubt. Und darum habe ich mir solche LED-Kerzen besorgt. Ich finde die ja eigentlich nicht schön und so. Aber in einem Teelichthalter sieht es dann eben doch schön aus. Und diesen Teelichthalter möchte ich mitnehmen, weil er aus Salzstein ist und erstens gegen Elektrosmog gut ist und zweitens eine persönliche, oh super, eine persönliche, ja, Note für mich hat, weil ich den von jemandem geschenkt bekommen habe, der mir sehr wichtig ist, und darum habe ich mir jetzt eine Kerze besorgt, die ich auch anzünden darf. Genau. Dann habe ich einiges an Klamotten geshoppt, weil ja Ausverkauf ist im Moment. Diese Sachen habe ich alle in der Schweiz gekauft, aber ich blende euch die Preise natürlich trotzdem ein. Das erste Outfit ist ein super kuscheliger, warmer brauner Pullover, den ich mir nie ausgesucht hätte ohne meinen besten Freund. Die Hose ist die dunkelste von drei Jeggings. Dieses Outfit besteht aus der hellsten Jeggings. Alle Jeggings haben übrigens denselben Preis. Das Oberteil ist ein schwarzes mit einer Schrift. Ich trage nicht sehr viel schwarz, aber dieses Oberteil hat mir noch gefallen. Und ja, die Schrift ist auch ganz schön. Das ist mein absoluter Favorite. Das ist die mittlere Jeggings und das teuerste T-Shirt. Dieses T-Shirt hat eine Rose, was für mich sehr, sehr schön ist, weil das meine Lieblingsblume ist. Auch die Details oben an den Ärmeln finde ich sehr schön. Das dritte Outfit ist mein heutiges Tagesoutfit. Es ist wieder die mittlere Jeggings mit diesem weit geschnittenen Oberteil, das vorne aus so Blusenstoff besteht und etwas durchsichtig ist. Man muss also ein Oberteil darunter tragen. Und dann das letzte, was ich euch noch zeigen kann, ist mein neuer Eulenkoffer. Und ja, der ist super, den brauche ich jetzt auch für in die Klinik. Ja, habe viele Seitenfächer, oder zwei besser gesagt. Und ja, ist auch sehr leicht und man kann ihn noch ziehen. Und wer braucht einen Koffer? Für mich nicht. Und außer, dass dieser auch noch süß ist, aber ja. Ja, ich blende euch jetzt dann noch gleich die Bilder der angezogenen Sachen ein und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und lasst noch ein Abo da, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Liked es, wenn es euch gefallen hat, und ja, für Wünsche bin ich auch wieder offen, also falls ihr noch ein Video zu den Handwerken sehen wollt, kann ich euch das gerne machen. Schreibt einfach unten in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder.